Das war meine erste große Rolle im Fernsehen und für mich war das total aufregend. Für mich war das alles Neuland. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Kameratechniken und wenn es dann so heißt, jetzt sind wir ein bisschen dichter dran, also eine Großaufnahme oder so, dass man dann halt nicht mehr so viel macht und so, das habe ich damals alles noch nicht geschnallt. Also wurde mir das quasi von Rolf und Co. An diesem Set alles beigebracht und ich fand es sehr, sehr aufregend. Zudem kam auch noch, dass ich der Antagonist war, dass ich also eben die Negativrolle in diesem Film gespielt habe, mit rot gefärbten Haaren, was sehr witzig war. Und ich fand es von A bis Z toll. Es war in Cornwall in England, in Südengland. Wir hatten traumhaftes Wetter, es waren wunderschöne Locations, es waren wirklich zauberhafte Kollegen und die ganze Zeit mit Rolf von Sydow war für mich ein einziges Highlight.